Jo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Metal Gear Rising. Wir sind hier zuletzt stehen geblieben, sind mit einem super schnellen Raumfahrzeug direkt nach Pakistan. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es Afghanistan oder Pakistan war. Ah, das ist jetzt super peinlich meinerseits. Okay, aber wir werden es wahrscheinlich nochmal herausfinden. Okay, da hinten haben wir direkt eine Sache, die wir aufheben können. Werden wir auch direkt mal machen. Hops. Nummer 1. Und sonst gibt es hier nichts. Wir haben da vorne wieder Gegner. Frage ist, wie die gerade stehen und laufen. Also der erste läuft gerade voraus. Die anderen zwei stehen sich anscheinend gegenüber, more or less. Das heißt, ich müsste eigentlich den ganz hinten zuerst ausschalten. Oder? Ah, ich bin mir nicht so sicher, wen ich zuerst machen soll. Weil eine sich die ganze Zeit im Kreis dreht, wird das anscheinend nichts. Okay. Wir rennen einfach mal weg zuerst. So, okay. Der schaut sich jetzt um. Okay, schade. Ist aber egal. Autsch, warum kann ich den nicht angreifen? So, dankeschön. Ah! Dankeschön. War nur ein Körperteil. Bam! Ich meine, was soll das denn? Verstecken sich hier einfach irgendwo. Nein! Schade. Aber es kommt vor. Meine Güte! Really? Was ist denn los? Greife ich denn die ganze Zeit die Steine an oder was ist los? Ich kann ja nicht mal mit meinem Schwert durch ihn durch. Das ging sonst doch immer super. Ich verstehe es nicht, Leute. So. Wir müssen ihn den Arm abtrennen erstmal. Okay, das hat schon ausgereicht. Ja. Keine Ahnung, warum ich ein paar Mal nicht durch die durchgekommen bin. Das wundert mich gerade. So, wir haben ja keine Zeit, zu verlieren. Wir kommen ja einfach nicht durch. They're making it look like Desperado hacked their soldiers on site because everyone knows Desperado has a contract with the Pakistani rebels. Oh, but if we go public with the Desperado Marshal connection, won't matter. Not when they've got this nice big foreign threat all cooked up and ready to serve. The media and the public won't be able to resist. Remember WMDs in Iraq? Damn it, you're right. It's another slam dunk. What about any humans on the base? Marshall only handled security. Dead, most likely. Or brainjacked, if they needed them to keep up appearances. They'd never publicize what airport the president was flying into. Not in this region. And almost no one would have access to an outside line for security reasons. It wouldn't be difficult to keep things hush-hush. At least until Air Force One arrives. I'm heading for the control tower. If I can destroy the antenna array, the US military will know something's wrong. Good idea. Be careful. Sam's gone, and I blew the winds of destruction away. I'll be fine. Okay. Jetzt können wir uns durchsäbeln. Super. Also lag ich mit Pakistan ja komplett richtig. So, wir haben angeblich keine Zeit, uns mit den Soldaten zu beschäftigen. Aber ihr kennt mich. Wir haben immer Zeit, uns mit den Soldaten zu beschäftigen. Ups, wir müssen jetzt schon ausweichen. Egal. Lasst uns kämpfen. Hallo. Wow, was hat mich denn da beschossen? Ich habe sogar abgeblockt. Autsch, 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 autsch. Das Teil hinter mir ist explodiert. Gottchen. Uff. Jüngchen, was ist denn los? Bam. So, Nummer 1 schon mal tot. Das ist schon mal verdient. So, vorher schneiden wir den hier aber noch ein bisschen an. Ich hoffe mal, ich habe ein bisschen anschneiden können.
Wenn nicht, muss ich halt selber jetzt nochmal ran. Autsch. Ich habe sogar geblockt gehabt. Nummer 1. Wow, der hat sogar gedreht. Uff, den will ich haben, den will ich haben, den will ich haben. Bitte, bitte, bitte. Ups, den wollte ich eigentlich irgendwie anders zerschneiden, aber der ist noch ein bisschen weit weg. Jetzt kann ich ihn zerschneiden, wie ich möchte. Dankeschön. Bam. So, was mit dir? Okay, erstmal müssen wir uns in... Warum komme ich mit meiner Waffe nicht durch? Das ist doch unglaublich. Autsch. Und dann trifft er mich da oben. Ja, gut. Kann man mal machen. Ich habe es gerade noch getroffen. Hätte mich, by the way, in die andere Richtung drehen müssen. So. Genug gespielt. So, erstmal ein Cut durch den Arm. Okay, das habe ich jetzt versaut. Aber ich habe den Cut durch den Arm durchbekommen. So, dann erstmal die Control Camera. Und dann rushen wir einfach durch zu dem nächsten. Hallo? Dankeschön. Ich denke, ich kann keinen Run-Angriff mehr machen. Zack, zack, zack. Ja, weil das funktioniert ja recht gut. So, perfekt. Irgendwie habe ich den am Boden noch treffen können. Bam. Weg da. So. Nein, Granate. Autsch. Jetzt muss ich vorsichtig sein. So, erstmal die Arme weg. Nummer 1. Jetzt muss ich blocken, 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 blocken. Nice. So, vorsichtig. Das Problem ist, ich kann halt Zeitlupe nicht mehr machen, weil ich einfach keine Ability habe. Jetzt. Wow. Jetzt, wo ich es gerade machen kann, habe ich es einfach versaut. Meine Güte, was ist das denn? Diese Kombo von den beiden. Guck mal, so. Das war's einfach. So schwer kann es doch nicht sein. Bam. Boom. So, okay. Ziehen. Und jetzt einfach einmal, whoops, cutten. Ich habe zweimal gecuttet und 14 Teile aus ihm gemacht, aber okay. So. Und sie sagen mir, ich soll bitte, bitte nicht kämpfen, aber... Ich verzichte drauf. Ich kämpfe so viel ich möchte. Draußen ist noch eine Kiste. So, dann haben wir da Kameras. Überall. Holy shit. Gut, aber wir haben hier Kisten. Die will ich unbedingt haben. So, Kiste Nummer 1. So. Erstes kaputt. Hey. Zweites kaputt. Erstes Zeug. Ups, da wollte ich jetzt nicht runterjumpen. Aber wir jumpen hier nochmal hoch drauf. Hops, hops. So, okay. Achso, hier. Ah, okay. Meine Schuld. Weil hier oben gibt es noch was drauf. Da gehen wir nämlich auch jetzt hin. Oh, sogar eine Rare Chest. Nice. Da könnte was Cooles drin sein. Halt ein Chip oder sowas. Kann man das eigentlich, wenn man ganz lange draufschlägt? Nee, kann man nicht. Okay. Zack. So. Okay, schauen wir uns nochmal um. Da hinten gibt es irgendwen mit einer Hand oder so.
Auf jeden Fall haben wir hier noch zwei Kisten, die ich mir abhole, ganz schnell. So, Kiste Nummer 1. Wupsasa. Nein, komm noch da drauf. So, jetzt bist du drauf und jetzt einfach dahin jumpen. Perfekt. So, sehr schön. Okay, hab nochmal Ausdauer plus 1 bekommen. Uah. Oh, hier sind ja Kameras. Wupsasa. Ja, und so schneide ich die doch mal, oder? Was haltet ihr davon? Kamera Nummer 1 zerschnitten und Kamera Nummer 2 ist ja auch kein Ding mehr. Hops. So. Okay, hier befinden sich jetzt wieder super viele Gegner. Um die müssen wir irgendwie dran vorbeikommen. Als allererstes diesen Gate zerschneiden. Meine Güte, lass mich durch. Dankeschön. So, da hinten haben wir erstmal was. Bevor wir irgendwas anderes machen. So, aufheben. Was drin? Okay. Gut, oben ist einer. Hier ist eine Kamera noch. Die zerstöre ich zuerst. Ups, falls ich natürlich drankommen würde. So, okay. Wie komme ich an den dran, ohne was... Ah, Mann, die schauen beide in die falsche Richtung. Ja, okay, ja, der hat mich entdeckt. Nein! Egal, ich dachte, das wäre super nice, wenn ich den da irgendwie die Hand währenddessen abschneiden kann. Aber wir können die Hand erstmal so abschneiden. Ah, ich hab's zerschnitten kaputt. Egal. Das hält dich nicht auf. Ja, dann bist du ein netter Kämpfer, aber es bringt dir nichts. Hops. Dankeschön. Ja, und der andere greift jetzt erstmal an. So, aber dich haben wir halt auch noch. Ja, irgendwie zerschneide ich den da schon. Keine Sorge. So. Dankeschön. Ich kann halt echt nicht mehr den Laufangriff machen, weil er einfach zu schwach geworden ist. Zack. Sehr schön. Boom. So, Gegner sind alle tot. Ich habe einfach... Wir sollten hier eigentlich nur vorbeischleichen. Ich habe einfach alle getötet. Aber das ist halt einfach... Ich feiere das einfach, diesen Kampfstil. Deswegen mache ich das gerne. Puh. It isn't Saucy Jack. Just a little too late, as usual. I'm strong. Impressive.
extending our plan. You're expanding it. Check the internet lately. Private, Air Force One is turning back to the States. What? How'd they know? Someone posted photos of what's happening on the base. The whole world is up in arms. Show me. How did they? A story leaked early. Then Marshall's plan is ruined. The hell it is. Look what they're saying. The story just went live, and already they're calling for blood. But the president was saved. And yet American blood was spilled. By Americans. Besides, a few dozen soldiers is tragic, but nothing to start a major war over. That's just a spark, son. The excuse we've been waiting for. America's wanted this war for years. The Patriots, they knew war was good for the economy. 4 years later, their legacy lingers on. The memes. They left us their great isms. Nationalism. Unilateralism. Materialism. Welcome maxims for those with no faith, without guiding principles of their own. Give yourself up to the whole. No need to better yourself. You're American. You're number one. Then the only value left is dollar value. The economy. So we'll do whatever it takes to keep it humming along. Even war. Especially war. Bullshit! The Patriots planted the seed. We don't need them around to filter and foster their memes any longer. We're spreading them just fine ourselves. Every American man, woman, and child. We're all sons of the Patriots now! We just need something to jumpstart the economy out of this funk. This recession has been stuck in since the fall of SOP. And the military costs? Wasting billions is going to help the economy? BMCs, arms manufacturers, job creators, Jack. All those workers spending money, paying taxes. Trust me, a little war can work wonders. So grease the gears with some innocent blood, is that it? Oh, relax, Jack. It's a war on terror. We're not out to kill civilians. Extremists, lawless gangs, madmen. Of course, that would have to include you. Wouldn't want any eyewitness reports complicating the message. So, tut mir leid, dass ich genau an diesem Punkt die Spannung rausnehme, sage ich mal, Leute. Aber wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder, wo wir Armstrong jetzt endlich mal besiegen werden. Und haut raus und bis demnächst. Ciao.